Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch hier in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder so eine kleine Mythic Plus Kiste öffnen und zusätzlich noch eine PvP Kiste, die habe ich auch noch vorbereitet letzte Woche. Ich würde sagen, wir schauen mal rein, was ich gebastelt habe. Und zwar letzte Woche war ich einen 13er Key mit einer Random Gruppe, lief super duper, also wir sind da durchgewiped quasi, aber ja. Ich hab's zu Ende gespielt mit den Leuten, ja. Ich glaube, ich habe noch nie gesehen, dass man in der Instanz wirklich jeden Trash-Mob pullen kann. So, und PvP-Kiste habe ich auch gespielt. Heißt, ich müsste hier. Ja, genau, da habe ich auch eine wöchentliche Chest, die ich öffnen kann. Jetzt fangen wir aber an hier mal mit der Mythic Plus-Kiste. Und ich hoffe, dass ich mal einen guten Ring oder vielleicht ein krasses Trinket rausziehe. Und was habe ich gekriegt? Schuhe. Für 40. Mastery Versa. Ha. Ich habe auch Mastery Versa bloß mit dem Sockel. Also das war schon mal eine Nullnummer an sich. Schade an der Angelegenheit. Aber ich habe letzte Woche nicht diese Schultern, sondern, Moment, ich habe mir jetzt hier zwei Makros gemacht. Ich habe letzte Woche aus der aus dem Titanresidium quasi diese Schultern mehr gebastelt. Und die sind für Singletage tatsächlich die besten Schultern, die ich mir holen kann. Und dementsprechend hat sich zumindest letzte Woche das mit dem Titanresidium schon mal gelohnt. Jetzt haben wir wieder 30.000 Titanresidium. Heißt, ich kann mir dann bald das nächste Item kaufen. Und ich gucke gerade, dass ich mir sowohl einen Singletarget, das ist das Gear hier, also halt auch mit diesen Raid-Sachen, die halt niedriger vom Item-Level sind, und eine E-Gear zusammenstelle. Und da brauche ich noch bestimmte Azerit-Teile und ja, zumindest fürs Titan-Residium ist es dann immer eine schicke Sache, weil man sich da ein bisschen was hergambeln kann. Und mit ein bisschen Glück, so wie ich letzte Woche, kommt dann doch das ein oder andere Schicke raus. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben 425er Ring. Ja, das haut mir jetzt auch nicht vom Hocker, ein bisschen Azerit gab's. Und zwei Sachen, die ich quasi jetzt in den Scrapper packen kann, mit dem hier zusammen noch. Sprich, an direkt Loot aus der Kiste gab es jetzt nicht so sonderlich tolle Sachen, aber zumindest Titanenresidium. Und jetzt habe ich insgesamt 9 von den Essenzen, 15 brauche ich noch, heißt 2 weitere Wochen, dann habe ich die Essenz hier fertig. Also die Legendary ist, die epische Essenz erstmal, genau, und damit auch das letzte Achievement. Also so langsam wird die Geschichte. So, ich würde sagen, das können wir jetzt einschmelzen gehen, das Zeug, das ist leider nie sonderlich geil. Aber vielleicht habt ihr ja ein bisschen mehr Glück gehabt als ich und habt vielleicht irgendwas rausgezogen, was ein bisschen besser scaled. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Opening wieder. Euer Chela, bis dann, ciao.